Und da habe ich auch gleich noch einen Devolution-Aufkleber gefunden. Den legen wir auch noch hier mit dazu. Ja, irgendwie sieht man es nicht so gut. Spiegelt irgendwie. Muss ich so hinlegen. Ja, blendet er immer aus. Servus, Stadtkollege. Ja, wir sind jetzt umgezogen und ich habe mir einen kleinen Traum erfüllen können, nämlich die eigene Darthütte. Ich nenne es Darthölle, ist bei uns auf der Terrasse und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an und auf ein Detail da drin möchte ich euch dann noch hinweisen. Let's go. Ja, es ist alles da. Es ist natürlich noch ein Provisorium. Hier steht die Dartscheibe auf meinem selbstgebauten Dartständer. Warum ist es so? Ganz einfach, da wo ich sie gerne hinhängen würde, ist ein Fenster. Das habe ich jetzt da hinten so ein bisschen versteckt. Und diese, ja, Platte habe ich hier hingestellt, weil da auch mal manchmal Kinder da sind zum Dartspielen und dass die mir nicht hier in die Wand werfen. Hier das schöne Trikot vom Sven, was ich gewonnen habe. Da kann ich natürlich auf dem Bildschirm auch N01 laufen lassen, beziehungsweise ich habe hier auch einen Receiver dran gehängt, dass man vielleicht auch nebenbei Premier League gucken kann oder sonst irgendwas. Schön hell ist es hier. Hier ist auch noch ein Fenster, habe ich jetzt gerade ein Rollo drunter, weil es ist hier ziemlich hell. Eine kleine Vitrine mit ein paar Sachen, die man so ausstellen kann. Ja, meine Medaillen. Und natürlich auch was Gemütliches zum Hinsetzen. Und was ich euch jetzt zeigen wollte, liegt hier, beziehungsweise steht hier, und zwar Dartständer, Dartstative von Devolution aus dem 3D-Drucker. Die wollen wir uns jetzt nochmal genauer angucken und deshalb gehen wir jetzt in eine andere Ansicht. Fangen wir einfach hier mal mit dem Smart Stand an. Das ist jetzt die größte Version mit Platz für 12 Darts, also 4 Sets Darts sind da drin. Da kann man vorne auch wieder sich so eine Plakette drauf machen lassen mit seinem Namen. Ich habe jetzt hier meine nur drauf gehalten. Ihr seht es, die rutscht hier, die wird da angeklebt. Oder man macht halt eben die von Devolution dahin. Oder halt irgendwas Individuelles. Good Darts oder irgendeinen Spruch. Kann man sich da alles drucken lassen. Das Smart Stand System gibt es für 3, 6, 9 oder wie ich sie jetzt hier habe, für 12 Darts. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen was reingesteckt. Die Spider-Woman Darts, also die Gary Anderson Phase 3, das sind die Michael Smith, die Noir von 22, die Luke Peters Darts und das sind meine E-Darts. Also das geht natürlich auch rein. Wir messen auch gerade mal, wie dick der Dart maximal sein darf. Da hole ich mal einen Messschieber. So, also mal schnell gemessen. Da sind wir bei einem Barrel-Durchmesser von 9,4 mm, so breit darf das Barrel sein. Oder 9,7, 9,8 mm sogar. Also so dicke Darts spielt wahrscheinlich keiner von euch und auch keine. Muss man ja alles immer ganz neutral sagen. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen. Gibt es bei devolution.com. Blende ich euch jetzt gleich da unten auch nochmal ein. Hier ungefähr. So. Und wie machen wir weiter? Ich hatte ja noch die Microstands hier stehen. Das sind die hier. Gibt es übrigens in 12 verschiedenen Farben. Kann man sich natürlich da ganz individuell beim Thomas Stil drucken lassen. Die finde ich wirklich sehr schön, weil die Darts so, ja, so in einem Dreieck aufgefächert sind und wirklich schön da präsentiert sind. Und ja, ich habe die natürlich in Blau bekommen, weil es gut zu mir passt. Man kann die unten auch mit so Devolution-Logo noch unten drauf haben. Gibt es aber auch ohne, wie ihr seht. Muss man einfach mit dem Thomas Kontakt aufnehmen, wie man das gerne haben möchte, wahrscheinlich. So, das wird es. Da haben wir den Microstand. Der kostet auch, glaube ich, nur 2 € oder so. Also wirklich sehr günstig. Den Smart Stand stelle ich ein bisschen weiter vor jetzt, dass ihr das auch seht. Ist natürlich alles ein bisschen von oben gefilmt. Und was es immer noch gibt, natürlich das Dartfinity-System. Habt ihr bei mir im Video auch schon mal gesehen. Und jetzt muss ich dann doch ein bisschen Platz machen hier, dass wir das Dartfinity noch ein bisschen reinkriegen. So, das sind nämlich diese einzelnen Bauteile.
die man sich da individuell zusammenstellen kann und dann seine Darts da reinstecken kann. Was ich vielleicht auch noch kurz ausprobieren möchte, ist, ob man bei dem Microstand auch E-Darts reinstecken kann, also Soft-Darts mit Soft-Dart-Spitzen. Aber ja, wunderbar, steckt man da einfach rein, passt da sehr gut ins Loch rein, funktioniert also genauso. Ich freue mich wirklich sehr über die Zusammenarbeit mit dem Thomas von Devolution und wir haben ja noch ein kleines Rennen offen. Und zwar, wer als erstes die 1000 Abonnenten bei YouTube knackt, da ist er im Moment vor mir, hat mich überholt. Ja, Dart ist ja immer so ein bisschen ein Saisongeschäft. Da geht es dann im Herbst wieder richtig los mit Abonnentenzahlensteigung. Bei ihm mit 3D-Druck ist es eher so ein ganzjähriges Unterfangen, denke ich mal. Und ich hoffe, dass ich ihn noch schnappen kann, wenn es dann in den November reingeht und die Majors wieder kommen und dann auch die WM. Und er die 1000 noch nicht geknackt hat. Nichtsdestotrotz könnt ihr ihn natürlich gerne abonnieren, sollt ihr auch. Ich freue mich auch für ihn, dass er da jetzt die Nase vorne hat. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Good Darts.